Mein Name ist Frank Hägermann, Geschäftsführer im Mindener, Eberswalder und Goslarer Stahlhandel. Uns gibt es mittlerweile gut 11 Jahre, 10 Jahre davon an meiner Seite Jenny Friedl, Einzelprokuristin in allen Reihen der Unternehmen und Mitglied der Geschäftsleitung. Ja, Jenny, was war für dich das Interessanteste, was du in diesen 10 Jahren erlebt hast? Das war sicherlich die Übernahme, aufregende Übernahme unserer beiden Standorte in Goslar und in Herford. Natürlich von ArcelorMittal die beiden Standorte zu übernehmen, war schon eine aufregende Geschichte. War auch sehr anstrengend, personalintensiv und halt aus einem laufenden Geschäft raus. Wie siehst du das? Ja, Frank, das war für mich auf jeden Fall unser Wandel vom reinen Lieferanten hin zum Dienstleister. Wir suchen wirtschaftliche Lösungen für unsere Kunden. Wir haben rechtzeitig darauf reagiert, was passiert im Markt. Wir sprechen vom Fachkräftemangel. Wir sprechen von immer kürzeren Bauzeiten. Montieren statt Flechten ist das Thema der Zukunft. Wir haben nicht umsonst in BAMTEC investiert. Das Produkt Bewährungsmodule dazu im Zusammenhang mit unserer Schweißtechnikabteilung in Herford. Ich glaube, das ist das Richtige, was wir hier anfassen, und jetzt noch unsere technische Beratung an den Baustellen, die wir mit unserem Vertriebsteam und dem Innendienstteam sehr gut hinkriegen. Am besten, wir gucken uns das einfach draußen mal an. Die Veränderungen, die wir hier seit 2015 getätigt haben, und ja, zeigen Ihnen, liebe Zuschauer, das Ganze gerne. Ja, zum Abschluss befinden wir uns hier am Mindener Westhafen. Den Westhafen nutzen wir, um Ihnen und uns die Lieferfähigkeit zu sichern. Zwischen 6.000 und 7.000 Tonnen Stäbe und Kreuz bekommen wir hier im Monat. Die Straßen werden immer voller, Lkw-Fahrer werden immer schwieriger zu bekommen. Ich denke mal, wir haben mittlerweile euch doch einiges gezeigt. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.